Hey ho und herzlich willkommen hier zu meinem kleinen Ankündigungsinfo-Video. Schieß mich tot auf gut Deutsch. Und zwar gibt's bei diesem Ankündigungsvideo zwei kleine nette Ankündigungen. Vorab allerdings, sorry Leute, dass dieses Wochenende kein Liver's World of RPG oder kein Overwatch kam, sondern nur FIFA 17. Lag daran, ich habe ein bisschen, ich habe gerade da ein bisschen, sage ich mal, verplant, das aufzunehmen, bin ich offen und ehrlich. Ich meine mal, ich bin, ne, auch berufstätig, deswegen, ne. So, zur ersten ersten Ankündigung muss ich sagen, es wird sich wieder ein bisschen was am Uploadplan ändern. Das ist ja so bekannt eigentlich bei mir, ne? Das ist eigentlich ja soweit immer ein bisschen bekannt bei mir, dass das mit den Upload-Plänen da immer mal hantiert, ne? So, und das switche ich einmal auch rüber. Und da haben wir ihn. Ja, dieses Mal wird sehr, sehr viel vom neuen Projekt kommen. Ja, morgen, also dementsprechend Montag, der 24. Juli 2017, kommt noch eine Folge von, oder kommt das Finale von Battlefield 1, der Kampagnenmodus sozusagen. Und dementsprechend danach fängt dieser Uploadplan an, ab Dienstag sozusagen. Und zwar von montags bis sonntags diesmal vormittags Final Fantasy 12 The Zodiac Age. Ich habe hier die Steelbook Edition, habe auch schon ein bisschen was vorproduziert und Leute, ich feiere dieses Spiel. Ich meine mal, ich habe damals die PS2 Version von Final Fantasy 12 gesuchtet. Und dieses Projekt jetzt, The Zodiac Age, wird ein Rekordversuch, ein persönlicher Rekordversuch für diesen Kanal. Und zwar längstes Let's Play auf diesem Kanal. Weil ich habe damals im Privaten schon über 200 Spielstunden gehabt. Und da könnt ihr mal ausrechnen, wie viele Folgen ich im Let's Play machen kann. Ne? Für dieses Projekt. So, ne, ich versuche. Also ich kann nichts versprechen von wegen, ich mache 100% oder so, sondern ich versuche so nah wie möglich an die 100%. Ich werde keine 100% schaffen, das weiß ich. Ich schaffe das immer nie, bin ich offen und ehrlich zu euch. Aber ich versuche es. Und das ist schon mal was, was ich euch so gesehen versprechen kann, dass ich versuche, so weit wie möglich euch dieses Spiel zu zeigen. Und natürlich so viel Spaß wie möglich damit zu haben, ne? So, dann natürlich Samstag, Sonntag fällt dafür ja Liver's World of RPG und oder halt Overwatch weg. Dafür werden diese zwei Projekte, nenne ich es jetzt mal, separat gehalten. Diese beiden sind so gesehen meine Joker. Wenn ich wirklich mal, wie dieses Wochenende, keine Folgen jetzt vorproduziert habe und so, dass ich schnell mal sagen kann, hey komm, ich schmeiß schnell mal für 20 Minuten einen Overwatch nochmal an, mach schnell das, also zum Beispiel Freitagabend so, ja okay, Overwatch, zack, mach schnell aufnehmen, eine Runde Ranked oder so und hau euch die nochmal rein oder
wenn ich irgendein RPG noch habe, dass ich euch vielleicht noch einen Dungeon zeige oder so. Dementsprechend, dass man da natürlich auch agieren kann, ne? Ich muss mal gerade hier, ne? So. Dann nachmittags, montags bis freitags, Division und SimCity bleibt. Es kann sein, dass da noch ein Projekt zwischenkommt. Ich will dann nichts versprechen, nichts verraten, aber ich bin da momentan hinter ein Spiel hinterher, was noch in der Entwicklung ist. Und da muss ich mal schauen, ob ich da vielleicht auch schon die Erlaubnis kriege, da ein paar Videos in der Closed Beta zu machen oder so. Mal schauen. Und Samstag, Sonntag natürlich FIFA 17. Wir machen die Journey fertig. Was danach kommt, muss ich mal schauen, aber auf jeden Fall mache ich The Journey fertig, weil dazu gesagt, The Journey ist auch schon vorproduziert. Also komplett fertig vorproduziert. Also, ne? Dann natürlich Livestream Sonntag 18 Uhr, wie heute ebenfalls. Und dann zack, da bin ich wieder. Dann kommt das 2T. Und zwar, die zweite Sache ist, ich habe meinen dritten Kanal umgebaut. Sozusagen. Ja, ich mache meinen dritten Kanal wieder aktiv auf. Und zwar wird es allerdings kein Minecraft-Kanal, wie es vorher sein sollte. Es wird auch kein, was weiß ich, Kanal. Es wird ein, ja, ich sag jetzt mal Vlog-Kanal. Da mache ich gelegentlich ein paar Videos reinstellen, aber Vlog-mäßig. Das heißt, nicht nur so normal wie Chihiro zum Beispiel macht, so ein Justice Live, Just Her Life, sondern auf diesem Kanal werde ich dementsprechend, warte mal, ich kann eigentlich mal, ne? Moment. Ich kann ja eigentlich mal hier so und so. Da haben wir ihn. Und zwar ist er momentan nur unter dem Namen Lewoski-san vertreten. Es kann sein, dass der hier schon wieder ein anderes Bild hat, weil so ganz. Kann auch sein, dass der das Bild behält. Mal schauen, je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Zumindest wird dieser Kanal dementsprechend aufgebaut, dass ich dort in Vlog-Art, sage ich jetzt mal, verschiedene Sachen hochlade. Zum Beispiel Livers Woche, wo ich euch ein bisschen über meine Woche erzähle, ein bisschen erzähle, was hat mich diese Woche aufgeregt, welche Nachricht hat mich erreicht, die ich für spannend und interessant fand, welche Nachricht hat mich erreicht, die wirklich schon zum Aufreger der Woche sozusagen wurde. Darüber diskutiere ich mit euch ein bisschen natürlich auch. Dann, anderes Beispiel, wenn ich ein Spiel Let's Played habe, auf meinem Let's Play-Kanal, der nebenbei hier auch verlinkt ist, genauso wie mein Stream-Kanal. Wenn ich dementsprechend das Let's Play gemacht habe, kann es sein, dass ich Lust bekomme, mal dort eine kleine Zusammenfassung, also so ein, ja, wie nennt man das eigentlich, Review oder so, naja, eine kleine Zusammenfassung meiner Meinung über dieses Spiel ist, wo ich euch ein bisschen sage, so, hey, das fand ich bei der Story geil, das fand ich beim Dings geil und.
So, oder das können die bei den, könnten die Entwickler eigentlich auch meiner Meinung nach besser hinkriegen und. Ne? Natürlich nicht so, das ist scheiße, sondern wirklich schon so, hey, das hätte man so und so besser machen können. So, ich will halt kein Hater sein, ich will nur wirklich meine Meinung vertreten, sag ich mal. Deswegen hier auch oben Lewoski-san, Kämpfer der freien Meinung, weil im Grunde auf dem Kanal könnt ihr eure freie Meinung mit mir teilen. Zudem möchte ich vorab schon mal sagen, ist zwar ein Kanal, wo ihr eure freie Meinung mit mir äußern könnt. Ich möchte aber trotzdem euch an meine persönliche Regel 5 erinnern. Eigenwerbung ist ein No-Go. Okay, es gibt den Zusatz 5.1, der besagt, es sei denn, es ist gewollt. Also sprich, wenn ich wirklich dafür in einem Video aufrufe, hey Leute, schreibt mal unter dem und dem Video euren Link, Kanal oder sonstiges, dann ist okay. Aber wenn ich sage, Leute, ich möchte das nicht, dann möchte ich das nicht. Und ich bin ganz ehrlich, ich lösche auch dementsprechend hin und wieder Kommentare, die mir einfach zu frech formuliert oder wo ich schon auf jeden Fall merke, schön und gut, dass er schreibt, geiles Video und so, aber ich merke, dass das wirklich ein Spam, also so wirklich Copy-Paste-mäßig reinkopiert wurde. Einfach und dann immer so, ja, ich meine es zwar nicht ehrlich, aber ne? Ich poste es einfach mal. So. Deswegen, schreibt mir eure ehrliche Meinung über den Kanal, genauso wie hier auch bei meinem Let's Play-Kanal. Dann habt ihr da nichts zu befürchten. Dann nutze ich das auch, übersehe ich das dementsprechend auch, dass ihr sagt, auch noch so, hey, würde mich freuen über Feedback von dir, sowas. Ne? Dann gucke ich bei euch vorbei, lasse Feedback da und wenn euer Content mir sogar noch gefällt und ich sehe so, okay, ihr habt da was, das würde ich gern weiterverfolgen oder ihr habt grundsätzlich Content, der mir gefällt und den ich weiterverfolgen will, dann lasse ich auch mal ein Abo da. Das ist es nämlich. Und also hier auf diesem Kanal kommen halt im Vlog-Style verschiedenste Themen. Also da kommen auch, ja, Unboxings zum Beispiel kommen auch hier auf diesem Kanal. Einfach, dass ich das in diesen drei Kanälen strukturiert habe. Weil gut zu merken ist es auch, ich habe ja überall das gleiche Logo drin, dass mein Logo mit dem heiligen Licht im Hintergrund ist mein Let's Play-Kanal. Das weiße Logo von mir mit dem schwarzen Hintergrund sind meine Streams. Und das schwarze Logo mit dem bunten Hintergrund ist halt dieser Kanal. Also mein Vlog-Kanal, sage ich jetzt mal so ganz offen und ehrlich. Ne? Und dementsprechend würde ich mich freuen, wenn ihr bei zumindest bei zweien von dreien vorbeischaut, weil mein Stream-Kanal ist, wenn ich mal hier so drauf gehe, ist in dem Sinne ja meine gesamten Livestreams, die ich über meinem Let's Play-Kanal gestreamt habe, nur ordentlich mal sortiert. Sprich, Denkspiele, Simulatoren, Shooter, Rollenspiele, Abenteuer und Action Adventures und so, ne? Und halt komplett alle, wenn man wirklich mal so am Stück suchten will.
Deswegen finde ich auch witzig. 14. Naja. Also da ist so gesehen nur verlinkt diese ganzen Livestreams. Und hier seht ihr schon, ist auch hier schon der Kanal verlinkt zu meinem Dings. Und ich habe ihn dann dementsprechend auch auf meinem Let's Play Kanal verlinkt. Dementsprechend werde ich mal schauen, ne? So. Und da bin ich wieder. So. Genug gelabert im Grunde. Ich habe ja soweit erstmal alles gesagt. Sollten noch Ankündigungen oder so kommen, werden die natürlich über Facebook, Twitter oder sonstiges noch folgen. Ich meine mal, in der Videobeschreibung sind sämtliche Links, genauso wie auf meinem Kanal bzw. meinen Kanälen verlinkt, ne? Einfach auch der Kanal jetzt hier, der mein dritter Kanal, sage ich jetzt mal, soll euch auch ein bisschen zeigen, wer bin ich? Wer ist diese Stimme, die da andauernd in die Spiele rein quatscht, in die Spiele rein labert? So, ich werde, sofern ich bald mal dazu komme, meine Bude aufzuräumen, euch auch mal eine kleine Roomtour zeigen und. Dass ihr wisst, so, hey, ne? Allerdings, wie gesagt, ich muss erstmal hier ein bisschen aufräumen. So, dementsprechend war es das erstmal für diese Ankündigung. Ich hoffe, ihr schaut sowohl in meinen Let's Plays als auch auf meinen Streams, als auch auf jetzt meinem neuen Kanal vorbei, wo ich dann dementsprechend dann Videos auch hochladen werde. Also, tschüss, ciao, euer Levers.